sonnigen guten Tag und willkommen zu The Art of Fitness, deinem Podcast, bei dem es darum geht, zentrale Fragen und Ideen aus den Bereichen Fitnesstraining, Mindset, Ernährung und Regeneration auf den Punkt zu bringen, um dir auch zu mentaler Hypertrophie zu verhelfen und deinen Weg zum mitdenkenden Athleten zu begleiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Art of Fitness. Wir wollen uns heute über das Thema Regeneration unterhalten und ich freue mich, Dr. Lutz Graumann als Podcast-Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hi, Art. Lutz, du bist Arzt für Sportmedizin, Ernährungsmedizin und Chirotherapie mit eigener Praxis in Rosenheim. Ja. Du bist aber grundsätzlich, sage ich mal, eine Koryphäe auf dem Bereich ist Performance Medicine und Functional Training. Und wenn ich das so sagen darf, auch der Kopf hinter den Ausbildungskonzepten für Blackroll. Ja. Und warst mal innerhalb der Bundeswehr der Sportreferent, ist das richtig? Na, ich war der Sachgebietsleiter für Sportmedizin. Das heißt, also ich war dafür zuständig, was alles das, was die olympischen Disziplinen angeht, also die ganze Sportförderung in den Streitkräften. Und dann das coolste Projekt, was wir gemacht haben, war Human Performance Enhancement, dass wir die aktuellen Trends und Techniken aus der Sportwissenschaft und Medizin anwenden durften für die Eurofighter-Besatzung. Und dieses Projekt ist ja dann in der Bundeswehr weitergeführt worden, auch nach meinem Weggang, und wird jetzt für die ganzen Jetpiloten angewendet und halt auch für die Spezialkräfte. Also dass Teile davon wirklich auch noch am Leben sind, das freut er natürlich immer, wenn man auch weggegangen ist dann irgendwann aus der Bundeswehr. Das glaube ich, ja. Du bist unter anderem auch Autor mehrerer Bücher, unter anderem dieses Buches, Regeneration, jeden Tag erholt, ausgeschlafen und erfolgreich. Ja. Was natürlich eine super Grundlage für unseren Podcast heute bildet. Ja. Ich habe am Anfang noch eine kleine Anekdote, die ich gern teilen möchte. Und zwar kenne ich dich theoretisch schon länger als du mich. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ne? Ja. So das erste Mal, wo ich mit deinem Wissen in Berührung gekommen bin, da war ich noch junger Obergefreiter, Offizieranwärter an der Offizierschule des Heeres in Dresden. Ich habe das heute mal zurückgerechnet, das dürfte 2010 gewesen sein. Also es kann erst letztes Jahr gewesen sein. Mit dem jungen Unerfahren, meinst du? Ja. Nee, weil sonst wären wir so alt geworden. Ja, okay, dann war es wohl 2018. Anyway, auf jeden Fall hast du mir damals schon irgendwie so die Augen geöffnet. Ich kann mich da gut dran erinnern, ich kam aus einem Jahr Australien, Work and Travel, ziemlich entspannt. Und bin dann erstmal in dieses Arbeitsleben reingerutscht. Mein Kaffeekonsum ist gestiegen, mein Schlafkonsum eindeutig weniger geworden. Ja. Und ich hatte durchaus Probleme, mich wach zu halten. Ja. Vor allem in diesem Scharnhorst-Saal, was ja quasi das Audimax der Offizierschule ist. Ja. Bin aber im richtigen Moment aufgewacht, nämlich genau in dem Moment, wo du über genau solche Leute gesprochen hast, die ständig müde sind, versuchen mit mehr Kaffeekonsum irgendwie wach zu bleiben und die Leistung zu steigern und stattdessen überhaupt nicht mitkriegen, dass sie eigentlich völlig dehydriert sind und zu wenig Wasser trinken statt zu wenig Kaffee. Ja. Und das ist mir da so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. Und seitdem kriege ich von dir ständig solche Gold Nuggets an Wissen und freue mich natürlich umso mehr, heute mal ein paar Minuten exklusiv dein Brain picken zu dürfen, was die Regeneration angeht. Sehr gern. Ich würde gerne allgemein mit der Frage beginnen, was zählt denn eigentlich zur Regeneration und warum ist sie so wichtig für uns? Ja, Regeneration ist alles das, was im Körper stattfindet, sobald du Spannung reduzierst. Mhm. Also Regeneration ist nicht nur Schlaf, sondern Regeneration ist immer dann, wenn der Körper Zeit hat, eine Gegenschwingung zu machen. Das heißt, wir müssen uns das menschliche Leben und die Leistungsfähigkeit vorstellen wie so eine Sinuskurve. Das heißt, es geht einfach irgendwie rhythmisch hoch und runter. Und diese Rhythmizität ist ja das haben alle Gene in unserem Körper vorgegeben für alle Zellen im Körper. Das heißt, wir haben ständig diesen rhythmischen Wechsel zwischen höheren Leistungsfähigkeiten und dann niedrigen Leistungsfähigkeiten. Und das ist das, was wir in der Medizin zirkadiane Rhythmik haben. Das heißt, wir haben einmal über den ganzen Tag verteilt eine Rhythmik und dann gibt es aufgeteilt kleine Rhythmen, die so in allen 90 Minuten so stattfinden. Die nennen wir ultradiane Rhythmen. Und die große Kunst ist,
einen Weg zu finden, wie wir diese Rhythmen für uns nutzen, um unseren Tag zu planen und zu gestalten. Und wir können nicht davon ausgehen, morgens angeschaltet zu werden, dann den ganzen Tag super High Performance liefern zu können und dann abends einfach wieder den Schalter umlegen, schlafen, 8 Stunden veränderter Bewusstseinszustand und dann wieder Vollgas in den nächsten Tag. Das ist so ein Bild, das müssen wir aus den Köpfen rauskriegen. Sondern wir müssen tatsächlich lernen, smarter unseren Tag zu planen, damit der Körper immer wieder Zeit bekommt, sich kurz zu erholen. Denn wofür brauchen wir Regeneration? Regeneration ist dafür da, zu entgiften. Wir müssen den Müll abtransportieren können. Wir müssen die Festplatte reinigen und wir müssen wieder Energie tanken, um besser zu werden. Und diese 4 Prozesse laufen immer dann ab, wenn wir Spannung reduzieren und bewusst atmen und bewusst Nährstoffe zuführen. Du sprichst extra Tipps und Tricks. An. Bitte? Du sprichst extra dieses Bewusstsein an. Das heißt, es funktioniert, genau, wenn ich am Laptop sitzen bleibe und währenddessen was esse. Genau, also das ist, ich muss also tatsächlich das als Haupttätigkeit verstehen. Und das ist jetzt ja etwas, was so nach und nach in die Köpfe reinkommt. Und das ist ja so spannend, dass wir immer erst was im Spitzensport ausprobieren müssen, bevor es dann die Normalbevölkerung irgendwie versteht. Ne? Also es gibt 2 Trends. Das eine ist dieser Esoterik-Trend und alle, die jetzt auf Mindfulness setzen, die nehmen sich jetzt Zeit zu meditieren, vergessen aber, dass du durch Meditation allein nicht besser wirst. Ne? Das heißt, du brauchst ja dieses rhythmische Wechselspiel. Wenn du den Körper nicht aus der Komfortzone rausholst, dann wird er nicht nur nicht besser, sondern er wird irgendwann schlechter. Das heißt, wenn wir diesen Reiz weglassen, diesen Trainingsreiz, diesen Stoffwechselreiz, Blut, Schweiß und Tränen, wenn der nicht mehr kommt, dann ist das Anfang vom Ende. Und wir müssen tatsächlich beide Seiten der Medaille betrachten. So wie die Formel, die du eigentlich überall immer anbringst, Training plus Erholung ist gleich Erfolg. Genau. Und nur wenn du für beide dieser Teilbereiche irgendwie eine Idee hast, dann wird es nachhaltig. Ansonsten wirst du entweder nicht besser oder du gehst irgendwann kaputt. Das heißt, ich brauche die Regeneration im Endeffekt, um mich von dem Trainingsreiz oder welchem Reiz auch immer zu erholen und im Endeffekt in eine super Kompensation zu kommen und die Leistung zu steigern. Ein Training macht dich am Ende des Tages erstmal schlechter. Ein gutes Training macht psychische und physische Erschöpfung, verändert den pH-Wert in deinem Gewebe, verändert den Wässerungsgrad des Gewebes, es produziert Entzündungen, das produziert Zellschaden, das produziert Minderversorgung und all das ist wiederum der Trigger, damit der Körper besser wird, weil er danach wieder mehr durchblutet, die richtigen Nährstoffe an den richtigen Ort bringt und dann wirst du in die Superkompensation irgendwann gebracht. Aber nur, wenn du ausreichend Zeit dafür nimmst. Denn ansonsten kommst du nicht mal mehr auf dein Ausgangsniveau zurück. Und das war so spannend, das haben wir tatsächlich bei der Bundeswehr erforscht, dass wir einfach mal so geguckt haben, wenn jetzt ein nicht so ganz leistungsfähiger Mensch zum ersten Mal in eine Belastungssituation kommt, haben wir mal geschaut, wie lange müssen wir den Körper denn in Ruhe lassen, damit wir den nicht kaputt machen. Und dieses erste Highlight bei einem Soldaten ist ja der Eingewöhnungsmarsch. Ne? Das klingt jetzt noch nicht so spektakulär. Du kriegst irgendwie einen Rucksack aufgeschnallt mit 10 Kilo Gepäck drin und dann gehst du einfach mal 8 Kilometer um die Kaserne drumherum. Und wir waren schockiert, wie lange solche jungen Körper gebraucht haben, bis sie diesen Reiz verarbeitet haben. Denn es war bei dem unteren Drittel der Leistungsfähigkeit, haben die 72 Stunden im Mittel gebraucht, um wieder auf dem Ausgangsniveau ihrer ursprünglichen Leistungsfähigkeit anzukommen. Und wenn du jetzt früher angefangen hättest zu trainieren, dann wären die in eine Abwärtsspirale gekommen. Und das ist auch ein gutes Beispiel, weshalb so Neujahrsvorsätze bei unfitten Menschen immer zum Scheitern verurteilt sind. Das ist total gut für die niedergelassenen Mediziner, weil einfach das Leid, das endet unweigerlich in Schmerzen und Verletzungen. Und wir müssen Strategien weitergeben, wie ich den erkenne. Wie viele Trainingseinheiten kann ich denn überhaupt machen in der Woche? Und
Wie erkenne ich das im Endeffekt? Also brauche ich dafür ein Device oder einen Arzt, Trainer an meiner Seite oder gibt es auch irgendwelche Tricks und Kniffe, um als Privatperson zu sagen, okay, jetzt kann ich den nächsten Reiz setzen? Genau, also es geht erstmal darum, ich kann ohne Hilfsmittel auskommen, wenn ich ein bisschen Körpergefühl habe und mir subjektiv die Karten legen kann, wie hart war der Tag und wie erholt bin ich am nächsten Morgen. Wenn das irgendwie reproduzierbar ist, diese Ergebnisse, dann kann ich auch eine Trainingssteuerung machen ohne Helferlein. Am anderen Ende des Spektrums, das, was wir bei den Soldaten gemacht haben, haben wir die Kreatinkinase im Blut bestimmt. Das heißt also, das ist ein Marker, wie viel Muskulatur bei dieser Belastungssituation kaputt gegangen ist. Das wäre also die High-End-Variante, um zu sehen, dass ich wirklich alles mache, um den Menschen zu schützen, damit wir erst dann wieder den nächsten Trainingsreiz setzen. Wieder. Und irgendwo dazwischen finden wir dann halt die digitalen Devices, dass wir einfach sagen, wir nehmen Smartwatches, Wearables oder was man auch bei mir sieht, ist diese, um halt zu sehen, kommt der Körper denn erholt aus der Nacht wieder raus? Und der Basiswert für Erholung oder Trainingssteuerung, denn wenn ich in einen Trainingszyklus einsteige, sollte der Ruhepuls in der Regel gleich bleiben und über die Dauer des Trainingsintervalls dann langsam absinken, bis ich ein Plateau habe, bis ich einfach fit bin. Wenn ich Forderungen begebe, dann ist es so, dass irgendwann der Puls so um 5, um 7, um 10 Schläge ansteigt. Und dann sind das die Tage, an denen ich einfach ein bisschen Gas rausnehmen muss, damit ich dann nicht Gefahr habe, das System zu zerschießen oder einfach mich dann zu verletzen. Und dieser Ruhepuls ist auch ein wahnsinnig guter Indikator, um jetzt auch sich vor Infektionserkrankungen zu schützen. Unter anderem jetzt auch, dass der Ruhepuls schon anderthalb, 2 Tage eher. Warte mal, ich höre dich gerade nicht mehr. Okay. Das mit dem Ruhepuls ist so, der Ruhepuls verändert sich schon. Anderthalb Tage, 2 Tage, bevor ich überhaupt Symptome von Infektionserkrankungen kriege. Und deshalb muss man einfach anfangen, diese Basiswerte zu dokumentieren, damit man dann sehen kann, wie ist jetzt die Veränderung. Und das ist natürlich umso genauer, je mehr Messpunkte ich habe. Deshalb machen diese Wearables halt Sinn, weil jetzt und dann kann ich immer genau sehen, was macht mein Ruhepuls und was macht er in der Nacht und wie ist dann nicht nur der Puls, sondern auch die Herzratenvariabilität als Indikator für unser autonomes Nervensystem. Und es wird dann auch immer teurer. Und es geht aber auch low-key. Also man muss nicht super viel Geld in Technologie investieren. Ich sehe jetzt bei dir mehrere Wearables, also eine Apple Watch und den Ura-Ring. Genau, und dann die High-End-Variante ist dann tatsächlich ein Medizinprodukt. Bei Nationalspielern oder anderen Kaderathleten einfach anwenden. Das ist dann einfach wirklich ein EKG, was wir auf die Brust kleben. Das misst die Bewegung, das misst die Atmung, das misst den Puls, das misst die Herzratenvariabilität, das misst den Schlaf. Also da hast du dann als Baseline-Bestimmung alles drin, um auch zu sehen, ist alles am Körper okay. Und dann kann man aber mit diesen Geräten einfach nicht weiterarbeiten, weil das würde zu teuer sein und würde dann irgendwann nerven, wenn man die ganze Zeit irgendwie was an sich dran kleben hat. Und deshalb ist dann die Entscheidung halt einfach, geht es mit einer Uhr weiter oder geht es mit einem Ring weiter, als dauerhafte Monitoringlösung. Oder mit einem Fragebogen. Geht ja auch. Und wie genau sind dann solche Wearables, die ich im Alltag quasi nutzen kann, wie zum Beispiel der Ring oder die Uhr? Ring und Uhr ist das Gütekriterium ist die Abtastrate, also wie viel Datenpunkte pro Sekunde nimmt dieses Gerät jetzt auf. Und alles, was unter 60 Hertz ist, das heißt weniger als 60 Messpunkte pro Minute, kann man die Finger von lassen. Das macht keinen Sinn. Dann Kaffeesatzlesen angekommen. Alles, was über 60 oder 100 Hertz ist, das ist dann eine vernünftige Messqualität und damit kann ich dann auch weiterarbeiten. Okay. Und dann,
ist es dann quasi egal, was ich genau nutze, also ob ich jetzt das eine mit 70 Hertz nehme oder mit 110, Hauptsache ich vergleiche den Wert von diesem einen Gerät immer wieder? Genau, man hat immer einen Messfehler drin, also im Vergleich zum EKG kommen die nur so auf 90-92% Genauigkeit, aber es geht nicht um den absoluten Wert. Also der absolute Wert ist so wenig aussagekräftig wie der Ruhepuls im Vergleich zwischen verschiedenen Menschen, sondern es geht darum, dass ich bei mir Datentrends vergleiche. Und nur wenn ich immer wieder Messpunkte habe, dann bin ich wirklich auskunftsfähig. Okay. Könntest du nochmal einen Satz zur Herzratenvariabilität verlieren? Was das Die Herzratenvariabilität ist ein Indikator für unser autonomes Nervensystem. Und wir haben ja zwei verschiedene Äste in unserem Nervensystem. Das eine ist der Sympathikus, der uns leistungsfähig macht, der uns auf Flucht- oder Kampfreaktionen vorbereitet. Mhm. Und das zweite ist der Parasympathikus, das ist dieser Ast, der uns regenerieren lässt und diese ganze Selbstheilung beschleunigt. Und spannenderweise ist unser Herz, wenn es in der Regenerationsphase sich befindet, nicht 100% rhythmisch. Das heißt, wir haben so ganz leichte Abweichungen zwischen den einzelnen Schlägen in 30 bis 100 Millisekunden ungefähr bei den normalen Menschen. Und je unrunder das schlägt, desto entspannter ist man. Mhm. Und in Stresssituationen wird plötzlich unser Herz richtig rhythmisch. Sobald Adrenalin, Cortisol im Kreislauf ausgeschüttet werden, dann ist das ein Taktgeber für unser Herz. Und sobald es wirklich ernst wird, dann schlägt unsere Uhr wie ein Schweizer Uhr weg. Dann ist die Pumpe wirklich rhythmisch. Und wir können also immer anhand dieser Rhythmizität sehen, wie belastet ist ein Mensch. Und wann kommt er in diese Entspannungsphasen auch im Tag hinein? Okay, und messen das diese Wearables auch, die HRV? Die sagen, dass sie HRV messen, tun sie aber nicht. Das ist so eine abgewandelte Mathematik, die dahinter steckt. Denn beim EKG messe ich ja mit Elektroden wirklich einen Strom. Das heißt, ich nehme einen Strom an der Hautoberfläche ab und das Herz macht bei diesem Kammer. Wenn die Kammer einmal sich zusammenzieht, ist das wirklich ein Richtungswechsel. Das heißt, das geht steil hoch und dann fällt die Spannung ab und wird negativ. Und das heißt, ich habe genau einfach eine ganz klare Umkehrstelle, die ich identifizieren kann. Mhm. Was die Wearables machen, die haben diese Infrarotsensoren an der Oberfläche und die schicken die ganze Zeit in der Regel ein grünes Licht in die Haut. Bist du gerade wieder weg ab dem grünen Licht? Ab dem grünen Licht? Genau, die schicken ein grünes Licht. Die schicken, also die Wearables schicken ein grünes Licht in die Hautoberfläche und das grüne Licht wird absorbiert von den roten Blutkörperchen. Und jedes Mal, wenn das Farbspektrum sich verändert, dann kann man davon ausgehen, dass es jetzt ein Pulsschlag gewesen ist. Mhm. Und diese Farbänderung ist aber leider eine Welle. Das heißt, und wenn die Abtastrate dieser Punkte nicht gut ist, dann können mathematische Fehler da reinkommen. Und wir reden ja hier über Millisekunden. Mhm. Und da machen schon kleinere Messfehler ein großes Problem aus für die Weiterberechnung dieser Variable. Und dann kann Herzratenvariabilität nicht mehr so genau und aussagekräftig sein. Okay. Und dazu muss man wissen, dass also es wird umso ungenauer, je mehr sich die Menschen und die Haut bewegen. Und das ist wunderbar geeignet, in Ruhephasen zu messen. Und deshalb ist ja der Ring, macht wirklich nur die beste Datenqualität in der Nacht. Mhm. Und dann immer, wenn wir sagen, so jetzt machen wir eine Ruhephase, dann können wir aufzeichnen mit einer guten Qualität und ansonsten schaltet er sich gar nicht an. Ah, okay. Das heißt, das ist auch kein Device, was ich während des Sports tragen würde, sondern... Du kannst es tragen beim Sport, aber dann zeichnet er nur Schritte auf. Okay. Und die Intensität, aber macht keine Pulskurve, weil einfach die Bewegungen an der Oberfläche sind zu groß, dass also keine guten, aussagekräftigen Daten rauskommen. Noch nicht. Das heißt, es ist ja alles, die Technologie wird besser und dann kriegt man irgendwelche Passformveränderungen noch und schon kriegt man auch da eine vernünftige Messqualität hin. Das ist wahrscheinlich noch ein paar Jahre in der Pipeline, aber das wird kommen. Aber sicherlich ein sehr spannendes Feld, wie die Entwicklung. Ja, ja, ja. Und vor allem in die Zukunft wird ja noch bringen, jetzt Apple hat ja den Sauerstoffpartialdruck noch mit drin. Der wurde jetzt so als super Innovation propagiert, ist aber für die meisten Menschen sau langweilig, weil wenn man nicht irgendwie Asthmatiker ist oder schlimmer Kettenraucher ist,
dann ändert sich dieser Wert gar nicht. Das ist für die meisten Menschen ist es einfach eine gerade Linie. Mhm. Was dann aber spannend wird, ist, wenn die Technik so weit ist, dass wir Zuckerspiegel identifizieren können, über die Farbe des Rot im Blut, dann wird es richtig cool. Das wird wirklich interessant, ja. Ja. In alle Richtungen. Ja. Ich habe noch mal eine Frage, die passt vielleicht nicht ganz zur Regeneration jetzt, aber wenn wir uns gerade eben mit dem Herzen und der Herzfrequenz an sich beschäftigen auch, inwiefern ist denn die Herzfrequenz eine sinnvolle Messgröße, um die Belastung an sich zu messen, wenn ich mich nicht in der monostrukturellen Bewegung befinde, also jetzt nicht im Rudern, Laufen oder Radfahren, sondern beispielsweise im CrossFit, wo ich ja zwischen allem möglichen wechsle, Kniebeuge, Radfahren und Klimmzüge zum Beispiel. Das ist eine ergänzende Information, die wichtig ist für deine Belastungssituation. Das heißt, wir müssen, wenn wir wirklich uns mit Trainingssteuerung auseinandersetzen, müssen wir drei Parameter kennen. Das eine ist der Ruhepuls, um zu sehen, funktioniert mein Training und bleibt der Ruhepuls gleich oder fällt. Das zweite ist, was ist mein Maximalpuls? Ich muss also wirklich einmal die Menschen komplett aus der Komfortzone rausholen und pro 12 Wochen, pro 24 Wochen einmal eine Maximalpulsbestimmung machen, um zu sehen, wie schnell kann denn die Pumpe überhaupt, um dann jeden Tag entscheiden zu können, wie viel Prozent meiner Schwankungsbreite habe ich denn ausgenutzt. Mhm. Und der dritte Indikator ist die Herzratenregeneration, um zu sehen, wie fit bin ich denn gerade. Denn wir können anhand der Reduktion des Herzschlages nach einer intensiven Belastung sehen, ob meine Resilienz, meine Ausdauerleistungsfähigkeit ausreichend ist oder nicht. Und nach einer submaximalen Belastung sollte ein Mensch in der Lage sein, innerhalb von einer Minute 30 Schläge wieder zu reduzieren. Mhm. Und ich hoffe immer, dass das dann jetzt auch mehr in die Breite getragen wird. Apple hat es jetzt schon übernommen in die Apple Watch. Das heißt, in dem Moment, wo man mit einem Training zu Ende ist, zeichnet die Uhr noch automatisch eine Minute, zwei Minuten Regenerationswerte auf und gibt die auch wieder. Aber die meisten Menschen haben das noch nie gesehen, weil sie sich nicht drum kümmern. Und das ist aber ein wunderbares Maß für Ausdauerleistungsfähigkeit. Okay. Danke. Beantwortet die Frage auf jeden Fall. Wir hatten es jetzt vorhin einmal kurz von den Leuten, die beispielsweise meditieren, aber vielleicht vergessen, den Reiz zu setzen. Und ihr schreibt in eurem Buch andererseits auch, dass die Untererholung eigentlich die Norm ist. Ja. Fehlt den Leuten jetzt eher das Training oder fehlt den Leuten eher die Regeneration? Oder kommt diese Untererholung? Es fehlt ihnen lustigerweise beides. Also wir sehen tatsächlich beides, dass einfach... es gibt jetzt gerade ein ganz schönes Buch aus Amerika, The Joy of Movement, von der Autorin Kelly McGonigal. Und die hat immer so geschaut, wie viel Bewegung brauchen wir denn, damit unser Geist nicht krank wird. Mhm. Wir wissen, dass also in der Literatur, wenn sich ein Mensch über eine Woche am Stück irgendwie weniger als 5700 Schritte bewegt, dann leidet unsere Psyche darunter. Okay. So, und wenn man jetzt schaut, wie viel bewegt sich denn jetzt der Deutsche im Homeoffice, dann sind es irgendwie noch 4.500 Schritte. Ja. Das heißt also, wir haben eine körperliche Unterforderung, aber einen ständigen Overload an Informationen und Stress. Und diese TK-Studie von der Technikerkrankenkasse, die machen alle 2 Jahre so eine Schlaferhebung. Mhm. Und da ist es so, dass 52% der bundesdeutschen Bevölkerung regelmäßig im Schlafdefizit sind. Und es gibt ungefähr so 20%, die meinen, sie kommen unter der Woche mit 5 oder 6 Stunden Schlaf aus. Und das müssen wir, also wenn man nur eine Zahl aus diesem Podcast mitnimmt, ist, wenn ich nicht bereit bin, unter der Woche 6 Stunden für Schlaf und Erholung zu investieren, dann braucht keiner weiterschauen. Mhm. Das ist ein Killkriterium, weil das ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Ja, ich sehe auch immer häufig Leute, die dann gerne ihr Trainingsniveau oder ihr Leistungsniveau vergleichen wollen mit den Profisportlern. Das ist ja irgendwie so eine Crossfitter-Krankheit vor allem. Ne, so, ich sehe die auf YouTube und dann vergleiche ich mich auch damit. Aber nicht bereit sind, erstmal so zu schlafen, wie ihre Vorbilder das tun. Ja. Und das ist auch so ein Punkt oder so eine Frage, bei denen vielen nochmal die Schuppen von den Augen fallen. Dann sagen sie, ja,
Okay. Ja, und vor allem, je älter ich werde und je mehr ich in Training investiere, desto mehr muss ich noch in Schlaf investieren. Wenn man so schaut, Tom Brady, Serena Williams, Roger Federer, die schlafen alle 9 Stunden an normalen Tagen und 10,5 Stunden an intensiven Tagen. Mhm. So, und jetzt kommt der Unternehmensberater. Richtig. Ja. Ja. Das ist natürlich ordentlich mehr als die 5 bis 6 Stunden. Ja. Also kommt die Untererholung nicht mal zwingend durch das Training an sich, sondern dadurch, dass der Schlaf meistens... Genau, weil der Schlaf, die nehmen sich zu wenig Zeit zum Schlafen. Okay. In welche Rolle spielt denn aus deiner Sicht die Ernährungsweise, um die Regeneration zu beeinflussen? Das ist ja einfach erstmal eine philosophische Frage, ne? Das heißt, ich muss mir klar sein, alles das, was ich heute essen und trinken werde, wird Bestandteil der nächsten Kopie meines Körpers. Mhm. Jeden Tag wechsle ich Zellen aus. Alle 10 Tage habe ich eine neue Außenhaut. Alle 180 Tage habe ich neue rote Blutkörperchen. Alle 300 bis 500. Und alle 6 bis 10 Jahre sind auch die kompletten Knochen einmal ausgetauscht. Was war bei 300 bis 500 Tagen nochmal? Habe ich eine neue Leber. Okay. Und nach 6 Jahren ist einmal der Körper komplett ausgetauscht. Und alles, was ich jetzt esse, ist im Best Case nach 10 Tagen wieder raus. Im Worst Case habe ich die Schlotze einfach 10 Jahre in meinem Körper. Mhm. Und da muss ich mich einfach entscheiden, bin ich bereit, in die nächste Kopie meiner selbst einfach hochwertiges Zeugs in den Tank zu schütten. Mhm. Das ist immer so, wenn wir an die Tanke fahren, um unser Auto mit Sprit zu füllen, ist jedem klar, dass wir das nicht nach dem Preis machen. Wir würden es also nicht, wenn wir irgendwie einen Porsche 911 fahren, kommen wir nicht auf die Idee, da Diesel reinzupacken, weil es gerade billiger ist oder weil es gerade verfügbar ist, weil es im Angebot ist. Mhm. Aber bei unseren Körpern machen wir diese Abstriche, weil wir nicht sofort den Motorschaden halt kriegen, wenn wir den falschen Treibstoff reinmachen, sondern es ist so ein schleichender Prozess des Untergangs. Okay. Wenn ich jetzt an so sehr, sehr stressige Tage denke, da hat man ja einfach ab und zu mal so das Bedürfnis, ach, ich brauche jetzt einen Schokoriegel. Ja. Ne? Woher kommt das? Ist das vielleicht ein psychologischer Aspekt der Regeneration, dass ich mir was Gutes tun möchte? Ist der valide oder ist das trotzdem einfach nur eine doofe Idee, das zu essen? Das ist eine Lustbefriedigung. Und jetzt ist ja die Frage, schaffe ich es, diese Lustbefriedigung in Grenzen zu halten oder kommt es dann zu einem Dominoeffekt, dass wenn ich jetzt einmal dem nachgebe, diesem Süßheitsgelüste, dass danach alle Schleusen aufgehen und ich den Kühlschrank leer fresse. Mhm. Und irgendwo, also das ist das Kontinuum, in dem sich die meisten Menschen befinden. Und es wird wichtig sein, einfach sich klare Regeln aufzuerlegen für die Lustbefriedigung, auch beim Essen. Mhm. Und einfach Portionsgrößen definieren. Und ich sage, danach esse ich nicht mehr. Ich esse jetzt dieses eine Stück Schoki, aber dann halt auch nicht mehr. Okay. Also nicht den M&M's-Effekt nutzen, wenn die Tüte einmal offen ist. Das ist, oder aber, ich bin ja genauso ein Junkie, was Süßkram angeht. Ich habe eine Zeit lang mir einfach nur diese 30-Gramm-Packung gekauft von M&M. Das sind dann so ungefähr 150 Kalorien und das bringt dich nicht um. Ja, das stimmt wohl. Ja. Okay, also wie immer in Maßen ist auch das irgendwie in Ordnung. Ja. Okay. Ja, also es macht doch keinen Sinn, sich irgendwie Lebensqualität zu verwehren. Ne? Das heißt, ja, schön Leistungsfähigkeit hin und her. Uns muss immer klar sein, dass Leben doch irgendwie auch eine endliche Geschichte ist und bei manchen endet es früher, bei manchen endet es später. Und wenn ich die ganze Zeit immer nur diesem Ideal hinterhergelaufen bin, mich aber gegeißelt habe, ist es auch nicht lebenswert gewesen. Und wahrscheinlich auch nicht langfristig durchhaltbar. Ne? Genau. Was im Endeffekt dann doch auch ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg ist. Genau, 80% der Zeit irgendwie gesundheitsorientiert, leistungsorientiert sich verhalten, aber 20% der Zeit auch mal die Sau rauslassen. Ja, klingt gut. Ja. Klingt gut. Wir gehen jetzt die ganze Zeit auch darauf ein, dass es da durchaus ein sehr individueller Ansatz ist, wie ich am besten regeneriere. Ja. Wie finde ich denn für mich persönlich raus, auch für die Hörerinnen und Hörer, was eine gute Strategie ist, die tatsächlich funktioniert? Du kannst ja immer als Zielgröße haben, wie erholt stehe ich auf. Mhm. So, und jetzt muss ich gucken, ich kann jetzt entweder kontrollieren, wann gehe ich ins Bett oder wann stehe ich auf.
Und hange mich so langsam entlang, bis ich meine Dosis identifiziert habe. Und wenn man sich das so anschaut, ist, ich komme okay durch die Woche ohne bleibende Schäden, wenn ich 6 Stunden habe. 4 saubere Zyklen an 90 Minuten, um die körperliche Regeneration abzuschließen. Mhm. Und ich muss halt einen Weg finden, dass ich innerhalb von 15 Minuten einschlafe, dann 6 Stunden durchschlafe und dann irgendwie okay in den Tag starte. Und das kann ich noch verändern, indem ich einfach mir so eine App dazu nehme, wo ich so Naturklänge kriege zum Einschlafen und dann die App mich weckt, wenn ich mich gerade im Bett bewege. Mhm. Und so der Marktführer Sleep Cycle, das ist so, die gibt es für Android und für iOS. Und die macht so auch ganz wilde Schlafdiagramme, aber das ist Bullshit. Es geht nur darum, sie kann mir das Einschlafen erleichtern und sie kann mir auch das Aufwachen ermöglichen. Ein weiteres lustiges Feature ist, wenn man einen Partner hat, der schnarcht, dann zeichnet der auch die Sequenzen auf, wo dieser Mensch dann schnarcht. Das ist ja auch wichtig, wenn man es nicht weiß und sich immer gerädert fühlt. Gerade, also es gibt ja Singles auch, ne, die alleine schlafen und es gar nicht mitkriegen, dass sie schnarchen. Mhm. Und dann muss man erstmal gucken, wie kriege ich diese Atemwegsproblematik gelöst. Klar. Und stehe ich schon viel Also im Endeffekt ist das die wichtigste Größe. Wie gut schlafe ich, wie erholt stehe ich am Ende auf? Wie erholt stehe ich auf? Und okay, solange ich nicht erholt aufstehe, habe ich Potenzial für Veränderungen. Und dann gucke ich, dass ich vielleicht mal 6 Stunden, dann schlafe ich 7,5 Stunden. Oder halt, wenn ich sogar noch intensiver trainieren will, schlafe ich 9 Stunden. Mhm. Und immer gucken, dass man Intervalle von 90 Minuten macht, weil es diese Rhythmen sind, die ich anfangs erwähnt hatte. Und die finden auch im Schlaf statt. Einen ganzen Schlafzyklus, einen Rhythmus durchlaufen und dann stehen wir auch entspannter auf. Also ist dieses absolut geräderte Aufstehen vielleicht auch eine Frage von zum falschen Zeitpunkt aufstehen? Genau. In welcher Schlafphase hat mich jetzt der Wecker aus dem Schlaf gerissen? Ist deswegen die Snooze-Funktion nicht so cool? Snooze ist deshalb ein Desaster, weil einfach, es bringt mich ja nicht weiter. Erhöht ja nicht mein Grad der subjektiven Erhöhung. Okay, das heißt, wenn ich das Bedürfnis habe zu snoozen, in dem Fall auf Snooze zu drücken, dann ist es wahrscheinlich, weil ich in der falschen Phase aufgewacht bin. Genau, ist dein Rhythmus noch nicht gefunden. Genau. Ja. Gut. Du bist ja auch der betreuende Arzt für den Deutschen Eishockeybund. Ja. Wie setzt ihr das in so einem Team, so einem Eishockey-Team beispielsweise um, dass so ein individueller Regenerationsansatz gefahren werden kann und dass am Ende alle gut regeneriert sind? Also wir schulen natürlich unsere Athleten. Jedes Mal, wenn wir mit dem Team unterwegs sind, gibt es irgendwie nochmal eine Keynote von mir rund um Thema Regeneration. Mhm. Und wenn wir sehen, dass Athleten komisch reagieren auf dem Eis, dann vermessen wir die auch. Dann haben wir immer diese Patches dabei und zeichnen die wirklich auf, um zu sehen, woran hapert es denn. Mhm. Der Spitzensportler ist ja eine spezielle Spezies Mensch. Die irgendwelche größeren Gebrechen hatten, kommen da nicht so weit. Ne? Also auf dieses Niveau zu kommen, ist man schon eine Positivauswahl. Und die haben so ein paar Nachteile in ihrem Leben, denn die meisten internationale Spiele sind sehr spät. Und wir arbeiten relativ viel mit Koffein. Das heißt, wir müssen unseren Athleten eigentlich beibringen, spät ins Bett zu gehen und spät aufzustehen. Weil einfach, wir müssen erst wieder einen Teil des Koffeins auswaschen aus dem Körper. Mhm. Die müssen lernen, nochmal runterzukommen. Die brauchen noch Rituale, um den Tag nochmal zu beenden. Und die können in der Regel eigentlich nicht vor 1:30 eigentlich schlafen. Dafür müssen sie halt morgen einfach länger schlafen dürfen und deshalb halt einfach ein späteres Frühstück ansetzen. Weil wir spielen 20:30 unsere Länderspiele. Das heißt, wir sind in der Regel nicht vor 23 Uhr, 23:30 im Hotel. Dann gibt es nochmal einen kurzen Snack, Kohlenhydrate, um einfach das Glykogen wieder aufzufüllen. Mhm. Gerade in der Turniersituation oder in der Trainingslagersituation. Und und dann fangen wir meistens an, um 9 zu frühstücken. Also das heißt, wir kriegen so diese 7,5 Stunden Zeitfenster zwischen 1.30 Uhr und 9 Uhr, damit einfach so ein Grundmaß an Erholung da ist. Und unsere Athleten schlafen 2-mal am Tag. Das heißt, die machen in der Regel auch nochmal eine Form des Mittagsschlafs. Da bin ich neidisch.
Mittagsschlaf ist immer super. Vor allen Dingen mit Kindern. Ne? Ja, aber die ist leider mittlerweile raus aus dem Mittagsschlaf. Ja. Also das bleibt mir nicht mehr vergönnt. Ja, ist mit die schönste Zeit mit den Kids, wenn man selber mit denen Mittagsschlaf machen kann. Ich bringe mich mal kurz ins Bett und dann drei Viertelstunde später kommst du wieder. Und so, ja. Dreiviertelstunde rum. Ja. Passiert mir aber auch regelmäßig so gegen Abend, wenn ich sie ins Bett bringe. Ja, dass man einmal kurz wegschläft. Das war das lustigerweise für die Regeneration ein Desaster, weil du hast dann schon mal diesen ersten Kurzschlaf und der verhindert eigentlich eine gute Schlafarchitektur in der Nacht. Also auch das, wenn Menschen denken, so, sie tun sich was Gutes und schlafen voll im Fernseher ein, Desaster für die Regeneration. Die danach folgenden Schlafzyklen sind scheiße. Okay. Also wirklich gucken, dass man das nicht macht. Okay. Also einen guten Partner haben, der einen ins Bett befördert. Genau. Nicht dabei einschläft, ja. Genau, sehr gut. Ja. Okay. Wir hatten jetzt viel über den Schlaf gesprochen. Ja. Ist Schlaf so eine Art Supertool in der Regeneration? Ja. Das ist der wichtigste Faktor einfach. Der wichtigste Faktor und vor allen Dingen nicht nur einfach, es zählt nicht die Quantität des Schlafs, sondern auch die Qualität. Und es ist ganz wichtig, dass der Körper es schafft, in eine Synchronizität von Atmung und Puls einzutauchen. Denn die körperliche Erholung findet im Tiefschlaf statt und das heißt, dort synchronisieren sich Atmung und Puls im Verhältnis eines Atemzyklus, kommen 4 Herzschläge. Und das ist der Trigger, dass Wachstumshormone ausgeschüttet werden, dass das Gehirn sich selber entgiften kann und da fallen ganz viele Reparaturprozesse an. Und das ist auch das Maß. Die Prozente an Tiefschlaf ist für uns ein Indikator, wie gut die körperliche Erholung war. Das ist wie beim Training, was es gibt ja im Radsport oder so, das nennt man das Junk Miles, einfach Trainingseinheiten, die eigentlich gar keinen Mehrwert liefern. Und genauso ist auch Schlaf, wenn ich nur leicht schlafe und das ist immer dann, wenn ich zu viel Koffein trinke, wenn ich zu viel Alkohol trinke, wenn ich irgendwelche Dummheiten mache, wenn ich zu lange Lichtexposition habe, dann bin ich zwar bewusstseinsmäßig verändert und schlafe, aber ich habe keine körperliche Regeneration im Schlaf. Okay. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ich hatte nämlich eben eine Frage und dann kamen wir nochmal auf die Junk Miles. Ja. Macht aber nichts. Ich gehe einfach mal weiter mit meiner Frage. Vielleicht fällt es mir dann nochmal ein. Ja. Welche Varianten, also welche Regenerationsstrategien gibt es denn potenziell noch, die ich umsetzen kann? Weil ich sage mal, Regeneration beginnt ja im Endeffekt ab dem Zeitpunkt, an dem das Training aufhört. Genau. Also was wir machen, ist mit unseren Kaderathleten, wir machen nicht sofort mit dem Training Schluss, sondern es gibt noch eine Form der Nachbelastung. Das heißt, wir gehen noch mal ohne großen Reiz auf dem Fahrrad, radeln nochmal locker aus, um ein bisschen Durchblutung zu produzieren, um einfach die Stoffwechsel zwischen und Endprodukte nochmal besser zu verteilen. Dann machen die Athleten eine Selbstmassage mit der Blackroll, um halt einfach Muskeltonus zu reduzieren. Damit hast du wieder eine bessere Durchblutung, besseren Lymphabfluss und die Spannung geht raus. Dann manche machen da noch ein kurz Dehnen oder Mobility-Teil, aber mit wenig Vorliebe. Dann geht es an die Körperpflege und wir versuchen immer irgendwie Kältebecken zur Verfügung zu haben oder halt einfach, wir stellen Mülleimer in die Kabine, wo Eis reinkommt und bieten das an. Wir haben auch jetzt bei der WM haben wir Kältehosen im Einsatz, wir haben Kälte- und Kompressionshosen im Einsatz und dann hast du Eiweiß als Trigger für Regeneration, für Proteinbiosynthese, wenn in der ersten Stunde irgendwie nochmal 40 Gramm Molkeprotein im Körper ankommen, dann ist die Regeneration, Selbstheilung optimiert und dann halt auffüllen der Glykogenspeicher und dann kann man nochmal irgendwie eine Form von Tagesendmeditation machen, einfach Kopfkino vermeiden, indem ich noch ein bisschen ein Journaling mache, Dankbarkeit zeige und dann kann ich ins Bett gehen. Sehr gutes Tool, ja. Nutze ich selber auch sehr, sehr gerne. Ja. Cool, dass du das mit der Blackroll nochmal angesprochen hast. Und noch eine Frage, bei der ich mir bisher ehrlich gesagt noch nicht so sicher war, wie ich die didaktische Überleitung hinkriege. Geht nochmal genau darauf ein. Ihr nutzt das Tool als Regenerationstool. Aber im Volksmund und auch bei vielen Fitnessanbietern spricht man oft vom Faszientraining. Ja.
was ist es jetzt? Ist es Regeneration, ist es Training oder kann die Rolle auch beides, je nachdem? Also wir machen tatsächlich beides. Ne? Das heißt, wir machen das als Vorbereitung. In der Vorbereitung vorm Training, vorm Wettkampf wird schneller gerollt und du hast so propriozeptionssteigernde Effekte dran. Du hast trotzdem, du hast eine Verschieblichkeit der einzelnen Gewebschichten zueinander und deine Range of Motion, das heißt, die Gelenkbeweglichkeit nimmt etwas zu. Das ist der vorbereitende Aspekt. Faszientraining ist etwas, wo du sagst, ich mache jetzt eine gezielte Einheit, die sich auf die Mischung aus Mobilität und Stabilität fixiert. Mhm. Das ist eine eigene Einheit. Das kann irgendwie zwischen 35 und 60 Minuten kann das sein. Machen wir beim Spitzensport nicht. Das ist mal ein Ausgleichstraining, aber nicht Teil der Routinen. Mhm. Routine ist Rollen, um den Körper vorzubereiten und Rollen, um den Körper nachzubereiten und für die Regeneration vorzubereiten. Mhm. Und der Unterschied zwischen dem Rollen vorher und nachher ist, dass ich beim Rollen nachher hauptsächlich die Muskelgruppen abrolle, die einfach am meisten gearbeitet haben und ich bin langsamer. Das heißt, ich rolle viel langsamer hoch und runter und dann habe ich auch wieder diesen entspannenden Effekt in der Muskulatur. Okay. Das bringt auf jeden Fall ordentlich Klarheit, denke ich, in dieses Thema, was ja leider von sehr, sehr vielen einfach mal behandelt wird. Ja. Und schauen, was bei rumkommt. Alle Medien sind ja immer voll von Halbwahrheiten. Einfach für sich ausprobieren. Und auch nicht immer Literaturquellen unbedingt hernehmen, sondern einfach, ich muss für mich entscheiden, bringt es für mich den gewünschten Mehrwert. Ausprobieren, 3 Wochen tun und sich danach die Karten legen, hat es mir was gebracht, ja oder nein? Das bringt mich eigentlich zu einer relativ abschließenden Frage. Ihr schreibt als Untertitel von eurem Buch, jeden Tag erholt, ausgeschlafen und erfolgreich. Ja. Was kann man das irgendwie umschreiben, wie man sich fühlen sollte, wenn man ausreichend regeneriert ist? Ist das wirklich so ein, ich stehe auf und kann Bäume ausreißen? Oder gibt es da noch einen Zwischenschritt? Erstmal nur, ich stehe auf und habe keine Angst vor dem Tag. Das heißt, also ich bin präsent. Mhm. Es gibt immer Tagesschwankungen, dass es mal besser und mal schlechter ist. Aber ich muss an diesen Prozess glauben und festhalten, wenn er für mich funktioniert, wenn die Biomarker stimmen. Und ich kann das dann immer noch paaren, indem ich einfach Lichtexposition, Wasser trinken, Mineralstoffe und Bewegungsrituale gleich in der Früh mache, gepaart mit einer Atemtechnik. Und dann wird Gewinnen und Erfolg wahrscheinlicher werden. Das ist ein guter Ansatz. Das ist dieses Aggregation of Marginal Gains von dem David Brailsford, der früher mal Team Sky übernommen hat, was jetzt Team Ineos ist, so ein Radteam, wo man einfach überlegt, welche kleinen Bausteine geht es nicht nur darum, gut zu machen, sondern besser als alle anderen. Und das sind die kleinen Dinge, die sich dann aggregieren und einfach Erfolg wahrscheinlicher werden lassen. War das diese 1%-Regel? Wir versuchen 1% besser zu werden jeden Tag? Genau. Jeden Tag, genau. Sehr gut. Okay. Hast du 3 Lieblingsstrategien, die du am liebsten nutzt, weil du jetzt nicht mehr im Leistungssport selber unterwegs bist, aber wenn du deinen Sport gemacht hast und natürlich beruflich auch extremer eingespannt bist, was du nutzt, um, sag ich mal, alltagstauglich, nicht leistungssporttauglich zu regenerieren? Also es geht ja erstmal darum, welche Strategien verfolge ich im Alltag. Ne? Und das eine ist, die erste Strategie, ich weiß, dass Kaffee meinen Schlaf beeinflusst, wenn ich nach 14 Uhr Koffein trinke. Mhm. Punkt. Das ist eine Regel, wenn man das einmal verstanden hat und am Körper erlebt hat und die Zahlen gesehen hat, dann kann man sich daran halten. So, das ist die erste Strategie. Das zweite ist, ich bin relativ gut da drin, wenn du mich irgendwo in die Ecke stellst, dann kann ich sofort schlafen. Das ist was man als Soldat irgendwie lernt. Sobald man irgendwie in den Bus gesetzt wird, zack, legt man sich irgendwo an und kann in Standby gehen. Kann ich bestätigen, Und da bin ich gut drin. Das heißt also, egal, wenn du mich morgens in ein Flugzeug setzt, ich kriege oftmals den Start gar nicht mit. Das kann man vielleicht trainieren oder es ist einfach eine Positivauswahl, dass ich da bin, weil ich das halt konnte. Und das Dritte ist einfach herauszufinden, was sind die Dummheiten im Alltag? Mhm. Welche Sachen zerschießen meine Regeneration? Und das ist einfach lustige Selbstversuche herauszufinden, welche Mengen Alkohol und vor allen Dingen welchen Alkohol kann ich abends noch trinken, ohne danach einfach eine scheiß Nacht zu haben.
Klingt durchaus so einen lustigen Ansatz. Die drei Tipps, genau, einfach Koffeinhygiene eingehen, gucken, dass man jede Möglichkeit nutzt, wenn man die Möglichkeit hat, in Standby zu gehen, um einfach kurz Gegenschwingungen zu produzieren und einfach weniger Dummheiten machen. Das klingt nach einem sehr, sehr guten Rat, ja. Vor allem das Letzte. Okay, ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Vielleicht als wirklich abschließende Frage, wenn man mehr von dir erfahren möchte, wo kriegt man denn am besten Infos darüber? Ich mache jetzt relativ wenig Werbung und bin auch auf diesen sozialen Kanälen, findet man mich zwar, aber ich nutze das nicht so intensiv. Das aktuelle Buch, halt Regeneration, ist im Handel. Da gibt es jetzt dann demnächst 2021 wieder noch ein neues, mit dem Schwerpunkt auch, wie richte ich mir denn meine Höhle am besten ein? Mhm. Also um halt einfach noch so einen Praxistipp zu geben, wie kann ich guten Schlaf noch wahrscheinlicher machen mit mehr Einrichtungstipps. Und ansonsten auf den üblichen Kanälen, ich bin immer mal bei Perform Better, da findet man mich. Man findet mich auf LinkedIn, immer wenn ich irgendwie was teilen möchte. Und ansonsten einfach anrufen. Alles klar, dann werde ich, abgesehen von deiner Telefonnummer, den Rest mal gerne mit in die Shownotes aufnehmen. Ja, natürlich gerne. Natürlich Buch verlinken. Ja. Und ja, vielen, vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit, in dein Wissen. Und ich hoffe, es war dann nicht das letzte Thema, was wir hier behandelt haben. Gar keinen Fall. Danke, Art. Das war's mit der heutigen Episode. Schön, dass du mit dabei warst und dich als mitdenkender Athlet weiterentwickelt hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, teile sie bitte und vergiss nicht, den Podcast zu bewerten. Denn nur mit deiner Hilfe können wir es schaffen, möglichst viele Menschen dazu zu motivieren, zum mitdenkenden Athleten zu werden. In diesem Sinne, walk the talk und finish strong, dein Art.